Thomas hier, super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Hamsterkäfig baut, und zwar aus diesem alten Expedit-Regal. Heutzutage heißt das, glaube ich, Kallax. Das habe ich bei Ikea gekauft vor Jahren, stand ewig rum, ist eingestaubt und heute wird daraus ein perfekter Hamsterkäfig mit 4 Etagen. Das wird also das neue Zuhause für den Zwerghamster meiner Frau. Ich habe mir das Ganze relativ einfach vorgestellt. Es sind 4 Abteile. Ich möchte, dass der Hamster jedes Abteil frei besuchen kann. Das ermöglichen wir mit geschickten Bohrungen und Öffnungen in den Zwischenwänden. Vorne kommen dann Glastüren rein. Ich möchte das Ding ja auch sehen und ich muss den Käfig auch reinigen. Das heißt, die Glastüren werden nach oben aufgeschwenkt. Damit das ganze Streu und Spielzeug nicht rausfällt, machen wir unten noch mit so einem Schienensystem Glasscheiben rein, die man quasi nach oben hin rausziehen kann, wenn ich den Käfig säubern möchte. Und von hinten machen wir eine knabber- und durchnagsichere Wand, vielleicht Spanplatte oder sowas, irgendwas, was nicht ganz gesundheitsunschädlich ist, wenn er mal dran knabbert. Und ansonsten würde ich sagen, hat der kleine Mann ein richtig cooles neues Zuhause. Wie das Ganze wird, das sehen wir uns jetzt einfach mal an. Für dieses Projekt solltet ihr einkaufen Aluminiumschienen für die Glasscheiben, die wir vorne rein- und rausschieben. Da habe ich genommen 7,5 x 7,5 x 1 mm Stärke. Das ist so eine Art C-Profil. Ich verlinke euch aber auch alles unten. Ich gucke, ob ich es im Internet kriege. Ich habe tatsächlich alles im Baumarkt gekauft. Beziehungsweise das hier zum Beispiel ist Vogelschutzgitter. Das kommt hinten als Belüftung rein. Das ist aus Kunststoff. An der Stelle vielen Dank, Verena. Das ist ein Reststück von ihr, von einer guten Freundin. Das werden wir verbauen. Das gibt es auch als Meterware. Damit das Ganze nachher fahrbar ist in der Wohnung, haben wir ein paar Rollen besorgt. Die kommen unten drunter. Und hinten die Schlitze, also die hinteren Öffnungen, mache ich einfach mit Spanplatte zu. Das sollte funktionieren. Von hinten sollte man den Käfig in der Regel nicht sehen. Dazu habe ich mir noch, habe ich im letzten Video schon erwähnt, Reststücke aus dem Baumarkt, Plexiglas oder Bastlerglas. Das Stück zum Beispiel haben wir für 8 Euro bekommen. Diese neue Scheibe, das ist eine originale, die habe ich nicht aus dem Restkatalog, aus dem Restekistengerät gekriegt. Das hat gekostet, ich glaube, 11 Euro. Und hier haben wir noch ein Stück gekriegt für 5 Euro. Das sollte eigentlich reichen für die Sachen, die wir damit vorhaben. Also ihr braucht Plexiglas, ihr braucht die Schiene, ihr braucht ein Schutzgitter, Rollen sind optional und natürlich nicht zu vergessen sind die Glas, diese Glastüren, die kriegen wir original von Ikea. Die haben wir heute auch noch nicht, die verbauen wir erst morgen, aber das Projekt wird sowieso 2-3 Tage dauern. Das ist jetzt die Rückseite vom Regal und ich habe jetzt passend zugesägt eine Spanplatte, die ich hinten dran schrauben werde. Und ich habe oben genug Platz gelassen, dass wir nachher das Vogelschutzgitter hier montieren können und unten in die Spanplatte reinschrauben und oben, hier kommt ja die nächste Spanplatte dran, auch reingeschraubt wird. Jetzt haben wir oben und unten eine vernünftige Verschraubung, dass sichergestellt ist, dass der kleine Mann nicht ausbüchsen kann. Im ersten Schritt haben wir jetzt hinten die Rückwand angeschraubt. Bevor wir aber jetzt das Vogelschutzgitter und die obere Rückwand anschrauben, werden wir als allererstes innen drin die Durchgänge bauen, weil noch kommen wir da easy dran. Klar, man könnte von vorne rein, aber so können wir von beiden Seiten viel besser arbeiten. Ich mache das Ganze mit einer Lochsäge, das ist ja auch nur Holz. Die Lochsägen, ihr könnt es natürlich auch mit der Stichsäge machen, wenn ihr keine Lochsägen habt. Ansonsten gibt es die Lochsägen auch wirklich günstig überall zu kaufen. Ich habe mir die modifiziert, ich habe am Rand noch ein bisschen Schmirgelpapier, dass ich nachher das Loch direkt innen drin ein bisschen ausschmirgeln kann. Als Durchführung nehme ich ein ganz normales PVC-Rohr, das ist eigentlich ein Abwasserrohr, das ist eine 73er Größe. Für den Zwerghamster bräuchten wir eigentlich nicht so ein großes Rohr, aber so ist uns jede Option offen für größere Tiere oder Nagetiere später mal. Man sieht auch hier herrlich, warum wir eine Durchführung brauchen. Diese Möbel sind alle mit extremer Leichtbauweise gemacht, das heißt, wenn ich das jetzt einfach offen lassen würde, könnte der hier weiter rannagen oder er würde hier Futter reinschmeißen, das wird dann irgendwann stinken oder Feuchtigkeit reinziehen. Deswegen nehmen wir einfach dieses Rohr, führen das da durch,
sägen das nachher passend ab. Alle Durchgänge sind jetzt fertig. Wir haben das PVC-Rohr perfekt in die Löcher reingekriegt. Wir konnten ohne Kleber arbeiten. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, schon Schmirgelpapier um diese Lochsäge rumgemacht und konnte damit die Löcher millimetergenau ausfräsen oder ausschleifen, sodass diese Rohre ohne Klebstoff halten. Die sind wirklich richtig stramm drin. Das sitzt einwandfrei und wenn wir mal genau hingucken, reicht es auch. Wir haben drei einzelne Löcher. Er kann an einer Stelle nach oben und natürlich von links nach rechts immer hinten, damit er so ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten hat. Den unteren haben wir etwas höher gemacht, weil unten wird dann der Bereich, wo halt viel Streu reinkommt, wo er dann auch ein bisschen buddeln kann. Ein wichtiger Schritt ist jetzt noch, dass wir unten Plexiglas drauf machen. Das liegt daran, dass jegliche Feuchtigkeit, egal ob es von einem Stück Gemüse, Gurke, Paprika oder ob es eventuell mal so eine kleine Pinkelecke ist, das darf ja nicht ins Holz ziehen und deswegen legen wir unten auf dem Boden Plexiglas und das säge ich jetzt erstmal passend. Die Rückwand ist jetzt fertig. Wir haben unten und oben das Holz dran und haben dazwischen die Vogelgitter montiert, auch mit kleinen Schräubchen. Das ist ziemlich stabil und fest, da dürft ihr auf keinen Fall rausbrechen können. Wenn wir das Ganze mal umdrehen. Dann sehen wir hier schon die Plexiglasscheiben, da ist noch die Schutzfolie drauf, die werden gleich montiert. Bevor wir die aber montieren, kommen die Plexiglasscheiben auf die Böden. Die werden wir auch nur einfach hinten mit einem ganz kleinen bisschen doppelseitigen Klebeband mache ich das ein bisschen fest, dass die Böden quasi nicht nach vorne rausrutschen können. Und ansonsten fehlen nur noch die Glastüren und dann kann der kleine Mann schon einziehen. Klar, ein bisschen dekorieren und wir werden das Ganze noch anmalen, vielleicht die Rückwände weiß und von hinten schwarz, aber das sehen wir dann. Wir haben inzwischen auch vier Glastüren bekommen. Wir haben leider nur Originale kaufen können. Die sind natürlich teurer, als wenn ihr euch die Gebrauch bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel besorgt. Ich denke mal, für einen Hamsterkäfig tun es Gebrauchte genauso wie die neuen. Ich habe die Anschläge montiert. Die Anschläge kommen aber nicht wie eigentlich gewollt an der Seite hin. Ich möchte das Ganze so haben, dass wir das von unten nach oben aufklappen. Das heißt, ich habe die Anschläge an die Decke montiert, habe das oben auch schon gemacht. Das war ein bisschen fummelig, aber die erste Tür nehme ich jetzt als Schablone für die anderen rein und dann müsste das eigentlich jetzt relativ zügig fertig sein. So schaut es aus, wenn alle Türen montiert worden sind. Unsere nächste Aufgabe ist, die kleinen Aluschienen hier reinzukleben oder zu schrauben. Und zwar genau so, dass wir quasi einen Anschlag für die Glastüren haben. Wir sind fast fertig mit dem Projekt. Das, was uns jetzt noch fehlt, sind die Räder. Die kommen unter dieses Regal, damit wir das später in der Wohnung ganz entspannt von A nach B schieben können. Ich gehe nachher nochmal ins Detail, zeige euch genau, wo wir welche Ecken wie montiert haben. Ihr seht auch schon, wir haben ein Laufrad montiert unter der Decke und die Brücke oder Rampe nach oben ist auch schon fertig. Da kommt natürlich viel Streu und Zeugs rein, aber ihr seht es ja gleich, wenn es fertig ist.
Unser Hans hat jetzt ein neues Zuhause, er fühlt sich richtig wohl, ihr habt gesehen, wie er drin rumläuft, ihr habt die Dekoration gesehen, ihr habt gesehen, wie wir das Ganze eingerichtet haben, hat sich meine Frau richtig Mühe gegeben. Ihr habt auch ein paar andere Hände zwischendurch meine Video gesehen, das liegt daran, dass ich das Projekt mit meiner Frau zusammengebaut habe, es ist ja ihr Hamster und ihr Käfig. Aber ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, schnappt euch auch mal eure Partner und macht damit mal was, das ist echt mal was anderes, als allein in der Werkstatt rumzustehen. Falls ihr das nachbauen wollt, ich verlinke euch einiges, was ihr dafür braucht, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Es war gar nicht so viel Arbeit, wie ich vermutet hatte. Ihr solltet das auch machen. Hat sich echt gelohnt, weil das Ding ist echt wirklich aufgeräumt und sieht auch gut aus in der Wohnung. Danke fürs Einschalten. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihr natürlich. Und ansonsten sehen wir uns definitiv im nächsten Projekt. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder vom Käfig. Ciao, bis bald.